Nun haben wir gerade schon Hubertus Heil angesprochen, unser Arbeits- und Sozialminister, und Marco Reintke ist im Bundestag und hat ihn jetzt auch im Interview, den Mann mit dem größten Haushaltsposten. Ganz genau, von daher legen wir auch mal direkt los. Bei mir eben Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Ich grüße Sie ganz recht herzlich. Danke, dass Sie sich erst einmal die Zeit nehmen. Herr Heil, laut einer jüngsten INSA-Umfrage ist es so, dass 52% der Deutschen sagen, Arbeit würde sich nicht mehr lohnen in Deutschland. Lässt Sie das kalt? Na, mir ist wichtig, dass Arbeit sich lohnt. Das ist ja auch die Wahrheit. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht und deshalb haben wir die Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt, das Kindergeld für fleißige Leute angepasst, das Wohngeld auch. Und auch dafür gesorgt, dass es im Bürgergeld sich immer lohnt, zu arbeiten, statt nicht zu arbeiten. Wir haben Zuverdienstmöglichkeiten erhöht. Mir ist wichtig, dass Arbeit einen Unterschied macht und dass Arbeit sich lohnt. Dafür arbeite ich. Aber das kann man nicht machen, indem man das Existenzminimum runterrechnet. Das lässt die Verfassung nicht zu, sondern da muss man unten entlasten, das tun wir, und für bessere Löhne kämpfen. Denn wir brauchen einen deutlichen Lohnabstand. Und deshalb werde ich zum Beispiel dafür sorgen, dass wir mehr Tarifverträge in Deutschland haben. Wir werden öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das ist, glaube ich, richtig, weil harte Arbeit auch Respekt verdient. Sie haben gerade schon das Thema Zuverdienst angesprochen. In der Öffentlichkeit wurde ja zuletzt mal der Eindruck erweckt, dass das Bürgergeld in Verbindung mit eben einem Zuverdienst, sei es jetzt eben in Schwarzarbeit oder in einem richtigen Angestelltenverhältnis, würde mehr bringen. Muss man da vielleicht dieses Abstandsgebot zwischen einer geregelten Beschäftigung und dem Zuverdienst irgendwie noch mal stärken? Dann will ich Ihnen das gerne noch mal erklären. Ich habe das gerade gesagt. Es lohnt sich immer mehr zu arbeiten, als nicht zu arbeiten. Wir haben Menschen in diesem Land, die arbeiten, die brauchen trotzdem ergänzende Grundsicherung aus dem Bürgergeld. Das sind zum Beispiel alleinerziehende Frauen, die sind sehr, sehr fleißig. Aber die kommen nicht über die Runden, weil sie niedrige Löhne haben oder in neuen Teilzeit arbeiten können. Die haben Recht darauf, dass wir ihre Existenz sichern. Aber das sind fleißige Leute. Und ich halte überhaupt nichts dagegen, bedürftige Leute gegen fleißige Leute auszuspielen. Sondern mein Ziel ist, dass wir Menschen aus der Bedürftigkeit rausholen und in Arbeit bringen. Aber Arbeit macht einen Unterschied, das ist ganz klar. Und wenn die Union sich hinstellt und die Debatte so spielt, wie sie gerade angedeutet hat, ist das auch nicht glaubwürdig und nicht sehr redlich, weil sie haben im Bundestag dem Bürgergeld zugestimmt. Aber als wir den Mindestlohn erhöht haben, haben sie nicht mitgemacht. Also wer Lohnabstand will, und dafür arbeite ich und dafür stehe ich, und den gibt es ja auch, und wer einen deutlicheren will, der muss für bessere Löhne kämpfen, der muss dafür sorgen, dass wir mehr Tariflöhne haben. Denn da, wo Tariflöhne sind, da sind die Möglichkeiten, besser zu verdienen, auch als der Mindestlohn. Und darum geht's. Sie haben gerade schon so ein paar Möglichkeiten angesprochen, wie man Beschäftigte vielleicht auch stärken kann. Da gab es ja auch von Seiten der Union beispielsweise den Vorschlag, Überstunden künftig möglicherweise steuerfrei auszuzahlen. Ist das eine Idee, wo Sie mitgehen, oder gibt es Ideen, wo Sie sagen, da können wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch mal ein bisschen entgegenkommen oder unter die Arme greifen? Das klingt so schön, aber wissen Sie, wir haben in diesem Land Millionen von Überstunden, die nicht bezahlt werden. Und da nutzt eine Steuersenkung gar nichts, sondern ich will, dass Menschen anständig bezahlt werden. Wir haben Steuern gesenkt für Menschen mit geringem Einkommen. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge gesenkt, damit Arbeit einen Unterschied macht, weil es mir um Leistungsgerechtigkeit und Respekt geht. Also nicht jede Forderung, jede einzelne Forderung ist schon ein Konzept, und nicht alles, was so aussieht, was hilft, hilft auch. Ich konzentriere mich darauf, dass wir Menschen mit unterem Einkommen weiter entlasten, wie wir es schon getan haben, dass wir dafür sorgen, dass wir eine angemessene Lohnentwicklung haben, damit Arbeit in Deutschland einen Unterschied macht. Denn Arbeit hält unsere Gesellschaft zusammen und Arbeit bringt unser Land voran. Sie haben jetzt zuletzt auch gesagt, dass man darf, oder dass Sie davon ausgehen, dass im nächsten Jahr der Mindestlohn noch einmal deutlich steigen könnte. Da heißt es jetzt von Arbeitgeberverbänden vor allem, das seien dann völlig unrealistische Höhen. Was sagen Sie da den Arbeitgebern? Nee, erstens habe ich das nicht gesagt. Und zweitens ist es so, wir haben den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Es gibt eine Erhöhung, die haben eine Mindestlohnkommission beschlossen. Für mich ist diese Empfehlung, die mit den Arbeitgebern gemacht wurden, zu mickerig, aber so ist die Rechtslage. Und deshalb konzentriere ich mich darauf, dass wir wieder bessere Löhne oberhalb des Mindestlohns haben. Und das Stichwort dafür ist Tarifbindung. Nur 52% der Beschäftigten in Deutschland sind im Dach des Tarifvertrages. Und wo ein Tarifvertrag ist, sind in der Regel die Arbeits- und Lohnbedingungen besser. Wir wollen ja nicht, dass alle in Deutschland Mindestlohn bekommen, sondern wir wollen wieder anständige Löhne oberhalb des Mindestlohns. Und darauf setze ich auch in Deutschland. Noch einmal zum Abschluss, so ein bisschen zurückgreifend auf den Anfang unseres Gesprächs. Ihr Generalsekretär Kevin Kühnert hat zuletzt noch einmal gesagt, dass Friedrich Merz hier im Bundestag eine glatte Lüge verbreitet hätte, indem er gesagt hätte, dass eben sich
das Bürgergeld eben deutlich attraktiver sei, als wirklich in ein richtiges Beschäftigungsverhältnis zu gehen. Würden Sie das so unterschreiben, dass Friedrich Merz hier gelogen hat? Das ist nicht meine Wortwahl, aber ich finde es zumindest unredlich, wenn man dem Bürgergeld zustimmt, was die CDU getan hat, beim Mindestlohn nicht mitstimmt und hinterher sagt, es ist zu wenig Lohnabstand. Wir sind diejenigen, die für Lohnabstand sorgen, deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht, deshalb haben wir die Entlastung auf den Weg gebracht. Grundsätzlich ist eins wichtig. Wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir nicht Gruppen der Gesellschaft gegeneinander ausspielen dürfen. Und ich habe darauf hingewiesen, das Bürgergeld ist das Existenzminimum, nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Gebot der Verfassung, das weiß eigentlich auch die Union, deshalb hat sie ja zugestimmt. Aber wer Lohnabstand will, der muss für bessere Löhne kämpfen. Und da kriege ich von der Union nichts mit, das stimmt schon, das kann man auch ansprechen. Hubertus Heil, ganz herzlichen Dank für das Gespräch am heutigen Tage. Und soweit also der Bundesarbeitsminister hier im Bundestag nach den Beratungen seines Etats.